Ja, zu später Stunde noch nach einem Film, den ich mühsamst Den wiedergefunden ganzen habe, Tag gesucht recherchiert, wo. und du hast da so brennend drauf. Ich weiß gar nicht, wie kamst du drauf? Wahrscheinlich im Anschluss an dieses Salz der Erde, weil das auch so Ja. beeindruckende Bilder auch von indigenen Völkern waren. Und die Barbara hat ja sowieso auch mit den, wie heißen die, Peter Hahn. Ja. Und Schatz, immer so eine gewisse Affinität. Und das passt jetzt eigentlich auch genau, passt genau da rein, aber in eine ganz andere Richtung, dass man mal In die Taiga nach Sibirien schaut. schaut, wer dort zu wohnen oder zu leben vermag. Und Und der sie Film spielt Anfang 75, 1900 Eppelstück, 1902, 1904 noch. 1975 ist er gefilmt, verfilmt Ja, worden, ja, ja. 1904 spielt er. Gibt es auch als Buch und handelt halt auch von der Freundschaft von einem Kartografen mit so einem Jäger, also. Mit einem Jäger und der Kartograf ist, macht eine Expedition in die Taiga, um das Ganze neu zu vermessen und zu kartografieren. Und trifft auf diesen Jäger Dasu, der mich eben sehr beeindruckt hat, der im Einklang mit der Natur Ja, seine lebt. Leute hatte, ne? Den Mond und die Das Sonne und die Feuer hat er auch Tiere und angesprochen, und die Tiere und die Tiger. Nee, das war sehr berührend, dass man die auch nicht ja, verletzen darf oder ja, in nicht Unruhe, sinnlos töten, ne? in Oder Unruhe, in Fallen Unruhe. stellen und Ja. dann sich nicht drum kümmern. Auch so Hinweise. Wenn man eine Hütte vorfindet, dass man dann eben dort Salz und was hatten sie noch gebraucht? Reis Salz und und Reis vielleicht anstelle ne? von Brot. Man gibt ja sonst auch Ja. immer in diesen Gegenden in Russland auch Salz und Brot, wenn man eine Ja. Wohnung Ja, eine Wohnung neu wenn etwas Neues anfängt, ne? Aber Salz und Reis Reis zum zum Überleben. Überleben. Also wenn ein neuer kommt, das war auch so eine Hütte gebaut, so ähnlich wie, wie heißt In dieses Dorf hier, Stübingen so hier ähnlich wie in in Stühlen, die war ganz aus da Rinde, Baumrinde, aus Baumrinden, ja. Baumrinde gebaut. Und ja, man lebte da eben, oder lebte jetzt, ja, das war ja 1902, das ist eben noch sehr ursprünglich gewesen. Ja, und daher ist dieser hat sich da eine Freundschaft entwickelt zu dem Kartografen und der hat ihm eben angeboten, dass er mit in die Stadt kommt. Der Dasu war dann auch sehr unglücklich, weil er nicht mehr schießen konnte, irgendwie hatte Weil das seine Auge. Augen sich verschlechtert hatten und er nicht Ja, mehr traf, ne? genau. Und da ist mir noch so hängen geblieben, dass er gesagt hat, ihr findet das so merkwürdig, dass man hier in so merkwürdigen Leben lebt, oder kann. Kisten leben kann. Ne? Und dass man für Wasser bezahlen muss und für Holz. Holz. Und er würde am liebsten draußen das Feld aufschlagen, ne? Aber ihn Ja. hat es dann immer wieder in die Berge gezogen. Ja, bis man ihn hat gehen lassen, ne? Was dann erzählst du zu Ende. Von mir aus wird das tragische Ende war, oder ich kann es auch erzählen. Das tragische Ende war, dass ihm eben der Freund, der Kartograf, hat ihm dann ein neues, tolles Gewehr gegeben, damit er wieder auch mit Treffen verminderter kann. Augenstärke noch gut treffen kann. Und dann aber Tage oder Wochen später bekam er ein Telegramm, dass eben der da so umgebracht wurde. Dass Und jemand gefunden wurde mit ja. seiner Visitenkarte Genau. als einzigen Hinweis und Und es stellte sich heraus, wahrscheinlich ist ihm das gestohlen worden. ja, ist er wegen Das dieses Gewehr modernen Gewehrs dann ist halt. umgebracht und gestohlen Ja. worden. Ja, er hatte auch so, da war auch gar nicht so, im ersten Teil, da hat er dann noch Zobel gejagt und die Ja. sind ihm nämlich dann auch gestohlen worden von einem Kaufmann, der ihn betrunken gemacht hat mit Wodka. Was ihn aber gar nicht so betroffen gemacht hat. Ne? Ja, Also er war Geld war jetzt für ihn nicht nicht auf so Geld wichtig. aus. Er wusste, er konnte wieder Ja. zum. Er braucht kein Geld, er braucht Nahrung, ne? Ja.
Und für Nahrung konnte er als Jäger für sich sorgen. Ja, es waren schon sehr beeindruckende Szenen, auch wie sie es im Floß gebaut hatten und alle da rechtzeitig vom Floß runterkamen, nur er als letzter drauf blieb und an nicht schwimmen konnte und sich gerade noch an so einem Baum. Und Baumstumpf. da kam immer, dass die anderen eigentlich so überhaupt nicht so von der, die dann fragten die, welchen Baum sollen sie ihm denn zu oder ab Ja, welch. abfällen, und dann sagt er, den nicht, den nicht. Er war eigentlich so der eigentliche, ja, Der Naturmensch, sich der auskannte, was wann notwendig war, ne? ja. Und hatte auch so einen Schneesturm mit dem Kartografen. Da haben sie überlebt, indem er Anweisungen geben konnte, wie sie schnell noch Aus Korn oder was das war, ne? So, so, einsammeln so. und sich da so ein Schutzdach haben bauen können mit Seil und ganz wenigen, also ja, also aus dem Nichts heraus und das über Sonnen und noch vor Sonnenuntergang, damit sie, sonst wären sie da nicht lebend Und rausgekommen. er hatte doch eigentlich gar nichts, ne? Nur seine nackte Haut, Ja, und er hatte sein keine Hütte, kein Wanderstab, nichts. ja, keine Es kam Familie. immer mal, die Familie ist gestorben, an Pocken kam, Pocken, wurde dann immer ja. mal so deutlich. Ja, und er kannte die Leute, also Menschen und Tiere und Merkmale an den Bäumen und den Pflanzen und Spuren lesen und das Alter erkennen. Also das war schon, wo andere sich drüber lustig machten, was er alles wahrnahm, hatte schon so seine, für ihn so seine Berechtigung war wichtig, das zu beachten und zu kennen. Und ja, das nehmen wir jetzt halt mal mit Der Film, in der den war auch eben Schlaf. auch sehr ja, wortkarg, das Ganze, ne? Also mit Dafür wenigen, bildstark, dafür ne? bildstark, das ist schön gesagt, Ja, was du sagst, ja. für, dafür bildstark und auch sehr so von melancholischer Musik zum Teil. Diese alten russischen Lieder, die haben Ja. so eine ganz gewisse Melancholie, die das auch da wiedergaben. Wie ist das eine Lied, Mit der dem Seeadler? Adler, ja, Bergadler, ne? Ja. Wo bist du Wo bist du hingeflogen? hingeflogen? Ja. Ja. Nee, es war schon ein ganz besonderer Filmabend heute. Ja. Und Und in dem Sinne wünschen wir euch auch viele besondere, berührende Erlebnisse, die man dann immer halt nach Jahren auch wieder nee. auffrischen kann, ne? Ja. Oder Jahrzehnten sind das ja. Ja, ist schön, dass Naja. du den Film wiedergefunden hast. Nach Ja. langem Hin und Her. Denn du Ja. wusstest ja gar nicht, wie er heißt, ne? Nee. Okay, also, Baba. Baba.